Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Willkommen zu Vlogmas 2021 mit regelmäßigen Vlogs während der Weihnachtszeit. Guten Morgen. Wir sind erst um 9 rum aufgestanden. Nicht, dass wir nicht schon vorher wach waren, aber keine Lust zum Aufstehen. Aber wir haben gefrühstückt. Robert hat auch seinen Adventskalender aufgemacht. Ich meine nicht, weil das dauert immer ein bisschen. Das mache ich, denke ich, heute Abend. Denn wir sind ja mit meiner Mutter verabredet und es stehen auch die Sachen fürs Einkaufen schon bereit und der Müll. Jetzt gehen wir runter in den Keller, holen die goldenen Plastikkugeln, weil der Baum von meiner Mutter ja draußen auf dem Balkon steht. Und da würden Glaskugeln ja zerplatzen, wenn sie irgendwann zu kalt werden. Und jetzt holen wir den Baum. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Und ich bin immer noch etwas müde. Unser Keller muss unbedingt mal mehr ausgemistet werden. So voll. Goldene Kugeln, goldene Kugeln. Goldene Kugeln, da haben wir sie doch. Okay, das war ja einfach. Machen wir hier mal wieder alles dicht. Regnet es? Ein bisschen. Okay, das bisschen halte ich aus. Das ist natürlich nicht ideal, um einen Weihnachtsbaum zu holen, weil das alles sehr nass wird dann im Auto. Aber okay. Hat funktioniert. Es ist so feucht draußen, dass das nicht mehr angefroren ist, sondern einfach weggewischt werden kann. Weil es regnet ja so ein bisschen. Und so schnell ging das. Na, ihr habt nicht gesehen, wie schnell das ging, aber furchtbar schnell war da schon der Bauernhof. Ja, und da holen wir jetzt den Christbaum. Auf haben sie schon. Ab um 10 haben sie auf. Also müsste hinhauen. Ja, da ist einer. Sagen einer von denen hier vorne, Robert. Weißt du, von denen ist in der Größe her. Robert sagt, den hier. Dann nehmen wir den da. Kalt oder geht's? Aber der arme Mann, der hier den ganzen Tag stehen muss und die Bäume verkaufen. Okay, also das war gar nicht so einfach. Der Mann hat uns geholfen, den hier einzuladen. Aber der Robert braucht noch Platz zum Fahren. Und ich umarme den Baum. Dann geht das. Also er hat 50,50 € gekostet. Das sind, waren das deutsche Bäume? Nee, wo waren die her? Irgendwo stand, glaube ich, dran, wo die her waren. Und ich habe ihm dann 55 € gegeben, weil der arme Kerl steht hier jetzt, wie viele Stunden? 6 Stunden im Regen draußen und verpackt Bäume. Und dann hat er uns den eben auch noch ins Auto eingeladen. Ich finde, das kann man dann schon mal machen. Da sind wir vielleicht nicht richtig ausgestattet gewesen. Ich hatte nicht meine Winterstiefel an und dann war das sehr rutschig mit den Turnschuhen auf dem nassen, eisigen Paletten, die da liegen. Und von dem her war ich froh, dass ich nicht helfen musste, weil ich wollte ja nicht dann irgendwie umknicken. Achtung, Auto. Umknicken oder irgendwas in die Richtung, um dann wieder meinem Fuß weh zu tun. Jetzt geht's ab zu meiner Mutter. Wir müssen das Teil aber dann auch noch irgendwie hochkriegen, ist ja schon klar. Mal gucken. Robert schleift den Baum. Dafür habe ich seinen Rucksack und die Kugeln. Er hat ihn da oben am Stamm, das hat schon der Typ vom Verkauf, aufgerissen gehabt. Und er hat da einen Handschuh an, das nicht so piekt. Aber der ist so schwer, der Baum. Wir hatten voll Glück, dass gerade jemand umzieht und die den Fahrstuhl schon verlängert hatten. Da kann man nämlich so eine Tür aufmachen. So, wir stehen hier, der Baum steht schon mal. Also er ist unten fest und wir brauchen diesmal kein Stühlchen, weil er so hoch ist. Aber siehst du, Ute, dass die Spitze nicht so hoch ist? Man muss gar nichts abschneiden, sondern kann da dann gleich das Alles Ding drauf. In Ordnung. Wo ist denn die Spitze? Die Küche gleich. Ja, nee, hier sind andere Sachen. Ich würde das auf du stellst das alles auf den Tisch und reichst es mir dann an. Ich gehe jetzt nach draußen, während die anderen hier im Warmen bleiben. Die Kette ist und die kleine Kamera nimmt mich auf. Da ist die kleine Kamera und macht Zeitraffer. Ja, stell's draußen hin, das ist ja viel einfacher. Okay, ich gehe dann mal raus. Thank you.
schon, aber der Baum war einfach zu groß, um den richtig schmücken zu können. Ich bin mal gespannt, ob die Sachen halten, weil es so windig ist, dass es vorhin schon eine Kugel runtergehauen hat. Letztes Jahr war der Baum zu klein und dieses Jahr ist der Baum zu groß. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, den Baum richtig zu kaufen. Und der muss schmaler einfach sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall relativ viel Abschnitt. Ja, das nehmen wir mit und dann können wir bei uns ein bisschen frisch hinlegen, weil unser Baum ist ja ein künstlicher und riecht deswegen leider nicht so gut wie ein richtiger. Die Kette ist auch viel zu kurz, dadurch, dass der Baum halt so riesig ist. Aber okay, man kann damit leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich hatte mal, als nach Weihnachten die Sachen dann immer reduziert sind, hatte ich Buchstaben geholt. Und witzigerweise waren noch ganz viele J's übrig. Und in unserer Familie haben wir ganz viele J's. Wir haben ein R für Robert, ein U für Ute. Das ist meine Mutter. Und der Rest sind alles J's. Weil wir haben mich, mein Bruder, meinen Neffen und meine Schwägerin. Alle mit J. So, und jetzt gibt es aber Essen und es riecht auch schon lecker. Njam, njam. Kassler mit Sauerkraut und Kartoffeln. Okay, also meine Mutter hat uns was zum Nikolaus besorgt. Der ist ja übermorgen. Und hat nicht gesehen, dass in dem einen mehr ist als in dem anderen. Aber Robert und ich können teilen. Und die hier, hat sie alle aussortiert, die Nuss sind. Ja, aber willst du aus denen auch noch aussortieren, dass du auch ein paar hast? Ich hab selber. Okay. So, nach dem Essen machen wir jetzt erstmal kurze Pause. Im Bad ist immer ganz warm, da trocknet. Ah ja, super. Ich habe meine Hose ausgezogen, damit die trocknen kann. Unten die Beine sind nass geworden, die Hosenbeine. Und wir machen jetzt kurze Pause, bevor wir den Balkon aufräumen und wetterfest machen. Und da sitzt der Dino. Und wir hatten ja gedacht, dass das witzig wäre für meinen Neffen, wenn der dann seine Oma besuchen kommt, wenn da der Dino ist. Aber der hat ihm ein bisschen Angst gemacht. Das war nicht so sein Fall. Vielleicht wird es ja noch. Wir schauen jetzt auf YouTube über den Fernseher den nächsten Reisevlog von Island an, weil immer, wenn wir bei meiner Mutter sind, schauen wir da ein, zwei Teile an, je nachdem. Dann müssen wir mal gucken, welchen wir beim letzten Mal hatten. Ich glaube, jetzt wird es dann makaber, Ute. Makaber? Ja, weil wir da in diesem Witchcraft-Museum waren. Aber also den Teil 8 hatten wir schon, Teil 9 hatten wir schon. Was? Nächstes Museum? Nee, das ist erst Teil 13. Und das ist auch noch bei Teil 13. Das hat voll gut gepasst. Hier Teil 11 war mal, glaube ich, ne? Weil wir hatten beim letzten Mal Teil 10, da hat man die Wale angeguckt, ja, richtig? Ja. Dann sind wir jetzt bei Teil 11. Hoffentlich geht's Internet heute ordentlich. Schauen wir mal. Tja, das weiß ich nicht. Da waren die Wale und dann kommen die Sachen noch zum Schluss. Und dann ist so, aus. Insgesamt 6 Karten fertig geschrieben. Hier, diese Riesenschüssel. Da waren so verschiedene Eissorten. Ich glaube, immer so Viertel. Und das ist mit Nuss, darf meine Mutter nicht essen. Robert, willst du was? Und diese Riesenschüssel blockiert natürlich dann den Gefrierer von meiner Mutter und die will da für Weihnachten Zeug einfrieren. Und deswegen opfern wir uns und, und essen jetzt noch schön Nusseis hier. Wir haben jetzt den Island Teil 11 geguckt und sind jetzt dabei, hier das Ganze noch wetterfest zu machen. Da sind dann auch die Stühle drunter und so. Brauchst du noch Hilfe? Du musst die Beine von dem Tisch unten draufstellen, dass es nicht hochweht. Warte, ich helfe dir mal. Ich heb hoch und du machst drunter. Kann runter bei mir? Ja, aber hier musst du ja auch noch mal hoch. Stopfen, stopfen. Ist es jetzt drüben noch drunter? Da ist es. Oder ist es wieder rausgegangen? Es ist halt so viel, da ist ein bisschen. Aber ist doch super. Und jetzt noch an die Wand stellen. Super. Von hinten ist nicht so viel dran und vor allen Dingen auch ganz unten nicht. Aber das macht nichts, weil man es von drinnen halt nicht sehen kann. Aber das ist es dann soweit. Hier, das ist eins der J's. Dann haben wir hier so Tannenzapfen, die aber gold angesprüht sind. Und Holzengel, die bemalt sind mit weißer Farbe und beklebt mit so goldenen Sternchen. Das hier sind so Engelflügel. Die waren mal von meiner Mutter ihrer Arbeit. Da hatten die so eine Auftragsarbeit gehabt. Also meine Mutter hat ja mit psychisch kranken Erwachsenen gearbeitet. Aber die haben eben so Beschäftigungs- und Arbeitstherapie gemacht. Und da haben die von so einem Hersteller von so Golf
Bällen und Golfaccessoires und keine Ahnung was, haben die diese Flügel gehabt für Weihnachten und hatten viel zu viele davon. Und die restlichen durfte sie dann behalten. Und damit basteln wir. Und ich habe auch noch ganz viele davon. Es waren nämlich relativ viele. Das Kabel von der Lichterkette liegt jetzt hier unten. Ich muss mal noch gucken. Das kann hier unter den Teppich. Ja. Und dann liegt das hier drüben. So, damit man auch ja nicht drüber stolpert. Und das ist eine Steckdose, die extra so Deckel drauf hat, dass halt kein Wasser rein kann und so. Und hier hinten kommt auch kein Wasser ran. Wenn es reinregnet, dann wird nur hier vorne so ein bisschen nass. Ja, aber da müssen wir schon noch ein bisschen, weil das sieht man zu sehr hier. Okay, ich glaube, so geht's. Kann man lassen. Oh, es ist furchtbar kalt. Ich mache mal noch schnell mit dem Handy ein bisschen Insta-Story und ein paar Fotos und dann muss es das gewesen sein und dann fahren der Robert und ich einkaufen. Der Weihnachtsbaum steht bei meiner Mutter. Das ist der echte Baum und er ist dieses Jahr ein bisschen riesig geworden, nachdem er letztes Jahr doch etwas klein war. Wir mussten unten Äste abschneiden. Wie ihr vielleicht an diesen wild herumfuchtelten Engeln seht, ist es doch recht windig. Es sollte aber alles irgendwie halten. Es ist vorhin mal eine Kugel runtergefallen, aber die sind eh alle aus Plastik. Man darf jetzt nicht von dieser Seite zu genau gucken. Die haben wir nämlich nicht so geschmückt, weil die sieht ja eh keiner. Sondern wenn, dann sieht man das ja tatsächlich von drinnen. Ja, so hier. So sieht das also hier im Wohnzimmer aus. Und wir hatten, also die Lichterkette ist nicht so lang, aber so von hier sieht es okay aus. Man sieht ein paar Buchstaben da drin, das sind unsere Anfangsbuchstaben von der Familie. Und da unten, wo jetzt die Orchideen hier stehen, da kommen dann wieder die Geschenke davor, dass das halt trotzdem so ist, dass die Geschenke quasi unterm Baum stehen. Wir gehen jetzt einkaufen. Da oben ist meine Mutter mit dem Weihnachtsbaum. Du siehst als Einzige schon weihnachtlich aus. Drumherum alles naggisch. Da ist so ein DHL-Auto, was in der Einfahrt parkt hinter uns. Da war schon das Bremslicht auf dem Gelben zu sehen. Und Robert versucht hier rauszukommen. Ein Piepkonzert. Wahrscheinlich ins kommt da gleich. Wahrscheinlich genau dann, wenn wir es geschafft haben, rauszukommen. Ey. Geschafft! Hier parkt er. Hallo Leo, alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. 2 Jahre, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüssi, feier schön. Tschüss. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren auf jeden Fall noch einkaufen und irgendwann um 4 Uhr wieder da. Es ist jetzt 5:10. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar, also wieder diese Listen für die Weihnachtsfeier aktualisiert, weil noch Geld für Steffi gekommen ist, für ihr Gemeinschaftsgeschenk und noch Fotos. Da muss ich mich dann auch irgendwann auf jeden Fall nächste Woche drum kümmern. Vielleicht auch morgen, wir müssen mal gucken. Um 17:30 ist auf jeden Fall Englischgruppe angesagt. Ich muss das mit der Sammelbestellung noch auf Facebook und Instagram posten. Das werde ich jetzt mal als allererstes noch machen. Und vielleicht habe ich dann noch ein halbes Stündchen zum Schneiden Zeit. Da muss ich jetzt mal gucken. Ja, das Bastelecke. Das war wieder der Hund. Ich höre immer so Sachen und denke mir, krass, was war denn das für ein Geräusch? Aber das ist jetzt wieder dieser Hund. Wir haben jetzt unter uns einen Hund wohnen. Da, wo die ältere Dame gewohnt hatte, für die wir einkaufen gegangen sind, wohnt jetzt eine Frau mit Hund. Also von meiner Stiefoma kam ein Bild auf WhatsApp. Unterschied drin. Rezept für Glückssterne. Den Ofen auf Herzenswärme vorheizen. Gute Launeteig ausrollen. Nur die schönen Momente ausstechen. Plätzchen auf einem Glücksblech verteilen. Zauberhafte Erinnerungen backen, mit Traumzucker bestreuen und Sternstunden genießen. Und das zweite ist einfach nur so eine Nikolaus-Dekoration, also weihnachtliche Dekoration. Und sie schreibt auch noch irgendwas. Ach nee, das hat sie gar nicht in die Gruppe, sondern nur mir geschickt. Aber nicht ablenken. Ich muss hier
das Bild raussuchen, um es auf Facebook zu posten. Ich habe ein quadratisches Bild für die Sammelbestellung. Wie cool ist das denn? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das sieht ja voll cool aus. Ah, und dann heute. Das heißt, das kann ich morgen posten. Voll gut. Ach, warte mal, ich kann das doch planen. Hier, Business-Site. Habe ich keine Business-Site? Verwalte deine Beiträge. Wieso habe ich das noch nie benutzt? Weiß man nicht. Samstag, und wo ist dann der Sonntag? Die haben diese Einstellung Sonntag bis Samstag und nicht Montag bis Sonntag. Krass. Weißt du, dass es dir angibt, in welcher Woche deine Facebook-Abonnenten am aktivsten sind? Heute um 21 Uhr sind sie am aktivsten. Und nächste Woche Dienstag. Um 11 ist Dingens. Dann veröffentlichen wir das um 9. Das ist ja echt mal interessant. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Business-Site aus dem Ding auf Facebook zu machen, weil man dann so coole Sachen hat. Und die haben das definitiv überarbeitet hier. Na dann haben wir das auch erledigt. Dann wird sich das morgen posten. Und dann muss ich nur gucken, dass ich es auch einmal auf Instagram poste mit dem Bild, weil da steht drauf bis heute 18 Uhr. Naja, 25 Minuten schneiden ist besser als gar nicht. Dann mache ich das mal schnell. Und melde mich wieder, wenn Englischgruppe ist. Also ich lasse euch mal ein bisschen nebenher laufen. Ich kann euch die Gesichter nicht zeigen. Ich kann mal nachfragen, ob es ihnen recht wäre, wenn ich es kurz filme. Wenn nicht, dann ist halt, dann hört ihr mich Englisch reden. Also ich habe dann hier immer zum Übersetzen und da immer WhatsApp, wo ich das reinschreibe. Und da sind Steffi und Geli. Ja, hören können sie euch nicht. Jetzt stelle ich das mal auf mich und dann hört man mich Englisch sprechen. Dann kann ich mich auch mal selber Englisch sprechen hören. Mal sehen, wie ich mich anhöre, wenn ich Englisch spreche. Ich höre mich selten Englisch sprechen. Also ich meine jetzt von außen, wie man mich hört. Ihr versteht schon, was ich meine. Yeah, that's a pretty good idea. But I mean, now we have the tree. It's too late, but maybe for next year. The year after next year. In the new house, yeah. That's a good idea. Did you open it already? Ah, okay. So are you going to upload a video on YouTube then? Yeah. Did you put your video on the playlist yet? For the video hub? Geli, I think we talked about that before, but it's like there's a difference between I must do something and I have to do something. The difference between must to and have to. I mean, it's I rarely use must have. It's usually have to. Nee, must, but it's have to. I have to. Must drückt die Gefühle des Sprechers aus, während have to eher unpersönlich gemeint ist. Aha. Habt ihr das gehört? Steht hier an. Auf gymlisch.de. Sag's nochmal. Must drückt die Gefühle, must des, drückt Sprechers, die Gefühle des Sprechers aus. Während have to eher unpersönlich gemeint ist. Ist da ein Beispiel drin? Ein Example. Beispiel ist Example. Das kann ich auch mal aufschreiben. Und auf der anderen Seite ist es noch so, dass quasi must eine Notwendigkeit ausdrückt. Must Notwendigkeit. You must leave early to catch the bus. You must leave early to catch the bus. Also man muss, du musst wirklich, es ist... Ja, aber you have to wash the clothes by hand. Aber you have to wash the clothes by hand ist eigentlich, man sollte, das ist das, ja. Du musst und man sollte. Ja, I must do it. Kind of like, I don't know. We should have somebody here who's actually native and they could tell us the difference or when they use what. But hey, okay. He died? Mykononchev died. Yeah, he wasn't old at all. I didn't hear that yet. He was really funny. Why did he die? Oh, they don't know yet. Yeah, they don't know yet. In his living room. Okay. Oh, that's sad. Yeah, but are there any words that you want to know with the topic dying? Do you need to know any words about that? Like a funeral? Do you know what that is? Or a graveyard? Okay.
I'm going to write it down. Maybe you need it sometime, or maybe you hear it and don't know what it is. The funeral, I wrote that down, and Robert sagt, Tomb ist, wenn es ein Gebäude ist. Warte mal. It's also a grave, but, oh, it's more like a Gruft. Yeah. Grabgruft. Grabmal. That's a coffin. I'm going to write that down too. Yeah, and cemetery is a Friedhof. Okay, but maybe we just change the topic again so we don't have to talk about all that stuff that's related to dying. Yeah, you have to, because then if somebody talks about it, you know all the words already. Oh, actually, Robert started to build his thing out of the advent calendar, but he doesn't know what he's building yet. Because so far he only has like a small piece, like only, you know, a certain amount of pieces. So he didn't figure it out yet. So that's good. Well, yes, because that's an advent calendar that I fill every year. So I didn't buy it for him. I made it myself. Me? I have 3. Oh, Steffi has 4. Last year I had 4. Ooh. I didn't know they had one. Are there pens in there? Oh, yeah, it looks like pens. That is cool. Yeah, very nice. I think Stampin' Up! Should do something like that. That would be cool. Like filled with little products that you usually can't buy with them. And they make them only for the advent calendar. That would be cool. Oh, what Gailey just had. Well, there are different ones. I'm going to get mine now. You can't find it. Who took it? Okay, now, let's start with the smaller ones. I got this for my birthday from a friend. That's pretty cool. They are closed and then you have to cut them. And then I have this one, pretty cool too. And it, actually, they are different because this one, you have the pages like one day after another. And the riddles that you have to do in there, they are not as difficult. And in this one, you have like a whole story around it. Here, see, you have a long story, and then you always have a riddle down here that you have to solve. And depending on which one of the circles it is, you have to search for the next page, which has the picture on it. So those two, and then this one is the one with the chocolate in it. It's from the chocolate manufacturer. And then in the middle, you have this little booklet. It's in there. And this is a krimi. What's a krimi? Is it a crime story? A crime story. You have a crime story in there, and you are allowed to read one page every day, and then you open the little door. And I actually haven't opened mine today, so let's do that. It's the 4th, right? The 4th is here, so I can open this up, and then there's a chocolate in there. Oh, come out now. It's like more like pralines. See? It's this kind of chocolate. And then the QR code, I'm going to scan it. It's an audiobook this year. So I can listen to it. That's so cool. I haven't done that. I have to do that for all the other days too. Oh, what's that? Is it Lego Technik? No, it's... Okay, cool. Do you get the pieces for the car and then you build it? Yeah. It looks like it. See, you get all the different parts and then you can put it together. That's pretty cool. Wir haben jetzt etwas über ein Stündchen gesprochen. War heute jetzt niemand Muttersprachliches dabei. Der eine Freund, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, der auch jetzt beim letzten Mal dabei war und gemeint hat, der kommt wieder, der konnte nicht, weil er unbedingt für Montag noch ein Flugzeug reparieren muss. Er ist nämlich Pilot, Teilzeitpilot und Teilzeit Informatiker, wie auch immer. Und er muss eben dieses Flugzeug repariert bekommen, deswegen arbeitet er noch. Die eine Freundin, die ich in Australien kennengelernt hatte und die jetzt in Kanada lebt, die war nicht da und hat aber auch nicht geschrieben, wieso. Wir hatten eigentlich den Termin zusammen mit ihr ausgemacht. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber wir haben uns gegenseitig unsere Adventskalender gezeigt und ich habe meine heute noch nicht aufgemacht. Das Einzige, was ich vorhin schnell gefuttert habe, war die Schokolade, weil ich Hunger hatte. Wir haben noch nicht Abend gegessen.
Aber ich habe die ganzen Rätsel noch nicht gemacht. Das wird mich jetzt auf jeden Fall mal bestimmt, würde mal sagen, mindestens eine halbe Stunde beschäftigen, weil ich ja die ganzen Geschichten lese und so und dann die Rätsel versuche zu lösen. Wir gehen jetzt rüber, Abendessen, wir haben 7:15. Ich muss mich unbedingt mal eincremen, bin ganz trocken hier, wo die Maske war, irgendwie mal wieder. Ich habe mich doch noch zum Schneiden durchgerungen und habe auch Teil 3 soweit erstmal fertig. Ich werde aber morgen den nochmal mir auf dem großen Computer nochmal mit meinen Kopfhörern und so anhören, ob es im Ton passt und den dann morgen veröffentlichen. Schneide jetzt an Teil 4. Hoffe, dass ich dann mal so ein bisschen mehr hintereinander weg was posten kann und guck mal, wie weit ich jetzt hier komme. Ich denke mal, so ein Dreiviertelstündchen werde ich noch machen. Im Moment ist es gerade 9:20. Im Hintergrund läuft übrigens stumm James Bond. Ab und zu gucke ich mal hin, was gerade passiert, aber der Ton bleibt eigentlich aus, weil ich höre ja hier das. Aber ich will jetzt in der Dreiviertelstunde so weit wie möglich kommen, dass ich, wie gesagt, dann auch morgen vielleicht den Teil 4 schon mal fertig schneiden kann und so weiter und so fort. Es sind ja noch so viele Aufnahmen übrig. Es werden aber definitiv zwischendrin auch mal ein paar Tage sein, wo nicht viel war und ich dann 2 oder vielleicht sogar auch mal 3 in einen Vlog schneiden kann. Und damit kann ich dann hoffentlich auch wieder ein bisschen aufholen. Mittlerweile ist es 9:20 und ich habe keine Lust mehr. Aber ihr seht schon, vorher war hier ja fast eine Stunde dran gestanden und jetzt sind es nur noch 25 Minuten insgesamt und ich habe schon 17 geschnitten. Das heißt, das ist nicht mehr viel. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das dann als einen Teil mache oder ob ich einfach den nächsten Tag mit reinschneide. Dafür muss ich mal gucken, wie viel der nächste Tag an Inhalt war. Aber ich finde, für heute Abend ist halt auch mal gut. Dann will ich auch ins Bett gehen. Allerdings kann ich noch nicht ins Bett gehen, denn ich habe noch 2 Nachrichten bekommen wegen dem Videohop morgen, dass die beiden es nicht geschafft haben, ihr Video in die Playlist zu machen. Das ist okay, ich schreibe denen jetzt zurück, dass sie sich nicht drum kümmern brauchen, dass ich einfach morgen um 11, wenn ich die Playlist dann veröffentliche, auch gucke, dass ich ihre Videos noch mit einfüge und dann passt das auch wieder. Was? Bett? Ja, können wir dann schon machen. Okay, ich bin nämlich müde. Guten Morgen und schönen 2. Advent. Ich habe im Übrigen jetzt da so ein bisschen was von dem Grün hingepackt, was wir bei meiner Mutter vom Weihnachtsbaum abgeschnitten haben. Sieht da schon gleich ganz anders aus. So, ich komme gerade frisch aus der Wanne, weil ich habe heute ja noch ein bisschen Arbeit zu tun, also Arbeit fürs Gewerbe. Heute sind noch verschiedenste Dinge, die ich machen möchte, will. In ein paar Minuten ist unser Videohop und mein Video ist noch nicht so eingestellt, dass es dann automatisch um 11 veröffentlicht wird, weil mir fehlen noch die Texte, die Infokarte und der Abspann und das muss ich jetzt ganz schnell machen. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Danach kann ich mich darum kümmern, da auch noch mal ein bisschen Werbung auf meinem Blog, Facebook, Instagram, bla 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 zu machen. Das ist nicht so tragisch, das kann ich ja auch noch nach 11 machen. Aber um 11 muss halt mein Video fertig sein. Und ich glänze wieder so, weil ich mich eingecremt habe nach dem Baden. Also nicht, dass ihr euch wundert. 8.005 Abonnenten. Yeah! Schauen wir mal, ob es dabei bleibt oder ob die dann alle wieder weg sind. Nach dem Video. Nee, Quatsch. So, oh nein! Ich habe überhaupt keine Fotos gemacht. Ich habe kein Thumbnail. Aber ja, okay. Boah, schade, jetzt beschlägt meine Brille. Weil, wegen der Creme und weil ich noch kein Thumbnail habe. Okay. Mann, ey, was habe ich nur gedacht? Wir brauchen noch irgendwas Weihnachtliches. Nee, ich mache das von oben. Ach so, es muss ja dann auch quadratisch hinhauen. Was könnte ich denn da jetzt mal hinstreuen? Warte mal, das hier könnte doch vielleicht passen. Machen wir mal gleich Quadrat, damit ich sehe, wie es aussieht. Gesundheit! Okay, wir machen das so und schneiden es dann. Ich glaube, ich nehme das. Bearbeiten! Ich schaff das schon noch, sage ich dir. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen farblich anpassen. Ungefähr so. Das geht doch, oder? Hasi? Ja. Siehst du? So schnell hat man ein Foto zusammen. So, das muss ich mir jetzt auf den Computer schicken. Okay, angekommen. 5 Minuten. Vielleicht mache ich erstmal alles vom Video fertig, weil das kann ja auch ohne Thumbnail trotzdem schon veröffentlicht werden. Nicht ablenken, Hasi. Ich verliere Zeit, okay? Du musst jetzt ruhig sein.
Wir müssen die Playlist noch auswählen. Das ist der hier. Und dann ein automatisches Video. So, so geht's. Speichern. Dann noch die Infokarte. 4 Minuten, Leute. Die Zeit rennt. So, dann machen wir die Infokarte für die Playlist. Zack und speichern. Okay, muss reichen. Dann planen wir das schon mal, dass ich gleich dann nicht drauf achten muss. Planen heute um 11. Fertig. Speichern. Puh, okay. 3 Minuten. Geplant ist es. Es wird sich auf jeden Fall veröffentlichen, egal was passiert. Nee, hier muss ja noch das andere Dings rein. Natürlich. 1 Minute. 1 Minute. Wo bin ich? Wieso bin ich hier? Da. YouTube auf und jetzt noch ganz fix. Noch ist es nicht 11. Noch ist es nicht 11. Nee, nee. Komm schon. Komm schon, komm schon. Thumbnail, hochladen, speichern. Es ist noch nicht 11, es ist noch nicht 11. Komm schon, komm schon. Ja! Ich glaube, ich habe es geschafft. Jetzt ist 11. Jetzt ist 11. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was sagst du? Das ist veröffentlicht. Ja, da gucke ich jetzt. Ich gehe mal zurück, aktualisieren. Oh, ich muss die Playlist noch veröffentlichen. Ja, ist öffentlich. Yay, yeah, ich habe es geschafft. Mann, ey. Okay, die Playlist muss ich jetzt auf öffentlich machen. Aber jetzt ist mein Video schon wieder ganz oben. Ich glaube, ich werde die mal noch so ein bisschen verschieben. Warte mal, ich mache das nachdem, wie ich die Links auch gemacht habe. Ich habe nämlich zuerst Steffi hin und dann alle nach ihrem Bastelnamen und nicht nach ihrem eigentlichen Namen alphabetisch sortiert. Ich mache es immer mal ein bisschen anders, dass quasi nicht immer bestimmte Personen oben stehen, nur weil ihr Name halt mit A anfängt und die anderen ganz unten, weil sie mit X anfangen. Sie hat es nicht hinbekommen gehabt. Okay, das kriegt man hin. Da fügt man sie noch hinzu. Monis Bastelzimmer da. Kommt nach Domelli. Mhm, die Renate fehlt. Okay, genau, die hat ihm auch geschrieben. Guck mal ihr es auch mal gleich an. Das ist nicht verlinkt. Das ist nicht verlinkt. Wieso bist du nicht verlinkt? Jetzt hat... Okay, ich glaube, ich muss euch mal zeigen, was ich hier mache, oder? Ihr seht ja gar nichts. Wartet mal. Hier, das mache ich gerade. Da ist der Text, den ich den Leuten geschickt habe mit dem Link. Und hier ist jetzt die Playlist. Jetzt habe ich gerade noch die Renate, bei der das nicht funktioniert hat, da eingefügt. Und die muss jetzt noch vor der Kreativparty von der Evi. So, jetzt sind alle so hier gelistet, wie sie auch da gelistet sind. Das ist doch gut. Aktualisieren. Okay, passt. Jetzt muss ich mich aber ranmachen, dass ich noch auf Facebook und Instagram und meinem Blog und so halt den ganzen Kram mache und mir dann die Videos nach und nach anschaue und Kommentare hinterlasse. Mittlerweile ist es schon 12 Uhr und ich bin hier immer noch nicht fertig, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich die ganze Zeit abgelenkt werde von Steffi und Melli. Wir sind ja die, die den Videohop gemeinsam organisieren und tauschen uns dann immer drüber aus. Da wurde ich gerade die ganze Zeit abgelenkt. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt geschrieben haben, weil ich mir gedacht habe, ich gucke mal gerade nicht auf WhatsApp. Ich muss nämlich hier die ganzen Verlinkungen machen. Habe oben schon Text eingefügt. Ich muss noch gucken, was ich mit den 2 Bildern mache, die ich hier unten noch habe. Die müssen irgendwo weiter oben hin. Und dann kann ich das endlich veröffentlichen. Aber dann habe ich auch immer noch nicht Facebook und immer noch nicht Instagram gemacht. Nee, wieso denn immer? Mach's doch mal bitte mit. Wo ist es jetzt hin? Oh, Blogger regt mich nicht auf. Dann machen wir es halt mal kleiner. Trotzdem musst du jetzt mitmachen. Was soll denn das? Seht ihr, und genau deswegen hasse ich Blogger. Weil du mit den Bildern, früher konntest du mal mit den Bildern alles Mögliche machen und jetzt geht's einfach nicht mehr. Anstrengend, sage ich euch. Kann man noch ein bisschen höher? Nee. Ja, so. Wahrscheinlich sieht das total doof aus. Wir schauen uns das mal in der Vorschau an. Wie würde das hier aussehen? Da wird es gehen. Da sieht es total grottig aus. Das ist auf dem Handy. Die Handys zerschießen einen immer alles, was man an Layout macht. Da kann man echt nichts machen. Aber wenn ich das Layout so mache, dass es auf dem Handy passt, dann sieht es auf dem Blog total doof aus. Dann ist hier immer ein Bild, nichts drumherum, dann Text, dann wieder ein Bild. Und das sieht einfach total bescheuert aus auf dem Blog. Aber was soll ich denn machen? Kann ich nicht viel machen. Machen wir das halt wieder anders. Jedes Mal dasselbe Geschieß. Das Problem ist, dass das natürlich auf WordPress, auf was ich gerade umstelle, nicht wirklich deutlich besser ist. Auch da musst du ewig rummachen, bis das mal das so ist, wie du es gerne haben willst. Wenn ich nur programmieren könnte, dann könnte ich mir das alles so machen, wie ich das gerne haben möchte. Ich kann aber nicht programmieren. Habe ich keine Ahnung von. Null
null Ahnung. Da, das sieht doch scheiße aus. Wer hat sich denn das überlegt bei Blogger? Jetzt mal im Ernst, Leute, schaut euch das an. Ich hab's in dem Bearbeitungsding ist es exakt an dem Text dran. Und hier hängt es unten drunter. Und ich kann es nicht oben drüber machen, egal was ich versuche. Wer macht denn so einen Blödsinn? Wer programmiert denn sowas? Aber das ist doch total idiotisch. Dann mache ich das jetzt da in die Mitte und dann sieht es halt total scheiße aus auf der Homepage. So, Spitze. So, jetzt schauen wir es uns mal an, wie es denn aussehen würde auf allen Geräten. Computerbildschirm. Naja. Tablet. Naja. Handy. Ich lasse es jetzt so. Oh ja, schaut euch das an. Was ist da denn los auf dem Handy? Geht ja gar nicht. Aber es ist doch links zentriert. Ich verstehe es nicht. Jetzt sind die alle nicht mehr verlinkt. Doch, die sind verlinkt. Aber wieso werden die nicht als links angezeigt? Schaut euch das an. Die sind schwarz. Anstatt in der Farbe, in der ich es angelegt habe. Also so würde es jetzt einigermaßen gehen. Außer, dass die Verlinkungen nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen. Wieso sind drei davon so, wie sie aussehen sollen? Und der Rest ist alles schwarz. Verrat mir das mal einer. Sind alle verlinkt, aber werden nicht als Links angezeigt. Boah, es ist mir jetzt scheißegal. Hier werden die auch schon nicht so angezeigt. Aber wieso? Da ist doch verlinkt. Das erschließt sich mir nicht. Und ich habe jetzt keine Lust, da länger dran rumzumachen. Also, ich brauche noch Labels. Da brauche ich Karten, Videohop, Weihnachten. Und jetzt veröffentliche ich das schnell, bevor ich noch durchdrehe. Ach, ich dussel. Ich habe irgendwie mein Video nicht verlinkt. Wartet mal, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Seht ihr, das ist Video. Das muss ich noch schnell machen, voll verplant. Wartet mal, dann mache ich das weg und mache anstattdessen das Video hin. Und zwar dieses hier. Also das Format passt mir nicht für ein Video, das soll so länglich sein und deswegen gehe ich da immer hier auf die HTML-Ansicht. Und jetzt muss man in diesem Boost an Worten und Farben und keine Ahnung was, das finden, was ich brauche. Und dann mache ich da 270 mal 470 draus und dann sieht das nämlich eher so aus, wie es aussehen soll. Dann auf Editor-Ansicht und dann ist es länglich. Jetzt schaue ich es mir nochmal in der Vorschau an. Tada! Jetzt sieht man auch das ganze Thumbnail. Okay, jetzt kann ich das endlich veröffentlichen, aktualisieren. Es fehlt aber immer noch Facebook. So, dann kopiere ich mir hier nämlich den Link raus. Gehe hier schnell auf Facebook, Janas Bastelecke, Beitrag. Füge da schon mal den Link ein. Text vom Video. Ich gucke mal, was ich da draus machen kann. Nehmen mal das Thumbnail. So, natürlich soll der Text nicht so lang sein auf Facebook. Das wird eh nicht alles angezeigt. Okay, irgendwie so. Jetzt kopiere ich mir das mal und füge das noch in Instagram ein. Dann nehme ich die drei Stück hintereinander. Weiter, weiter. Okay, noch ein paar Hashtags. Wie? So schreibt man Video doch nicht. Video Hop Team Stempelwiese. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das ist okay. Und teilen. Wir haben im Übrigen schon 20 nach 12. Robert, futtern wir dann was? Weißt du auch schon was? Bitte? Wir haben ja noch Reste von gestern. Voll vergessen. Ich habe Herzchen bekommen. Für mein zweiter Adventbild. So, jetzt gehen wir einmal ins Profil. Wurde gepostet. Läuft. Noch schnell hier Facebook. Okay, erledigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, jetzt habe ich quasi die Werbung fertig. Es ist 20 nach 12. Und ich habe es sage und schreibe geschafft, mir exakt zwei Videos anzugucken von der Liste. Und ich glaube, dass ich bei der Anja noch gar nicht, weil ich dann abgelenkt wurde, noch gar nicht meinen Daumen hoch und noch keinen Kommentar geschrieben habe. Also das heißt, ich gucke mir auf jeden Fall das noch an. Ich muss heute aber auch unbedingt noch die Geschenke zum Nikolaus für Roberts Familie verpacken, dass er die morgen mitnehmen kann. Dann ist heute Nachmittag nochmal so ein Test-Zoom-Meeting für die Weihnachtsfeier vom Team Stempelwiese nächstes Wochenende. Ich glaube, ich werde heute Abend gucken, dass ich den einen Teil von Vlogmas postet, Teil 3. Jetzt machen wir aber tatsächlich erstmal Mittag. Und dann schaue ich mir eben ein paar von den Videos an, während ich Mittag mache, kommentiere und so. Und dann setze ich mich wieder rüber. Hallo. Ich habe keine Lust. Ich bin irgendwie so ein bisschen müde.
jetzt musste ich mich gerade aufraffen. Aber ich habe so viele E-Mails bekommen wegen YouTube-Kommentaren und aber unter anderem auch anderen Kram. Und darum kümmere ich mich jetzt mal kurz. Ich habe auf jeden Fall noch eine Zahlung bekommen fürs Gemeinschaftsgeschenk. Da muss ich, glaube ich, auch noch mal auf mein Bankkonto gucken, ob da noch von irgendwem was kam. Nicht, dass ich was verpasse, weil ich ja morgen dann die Namen an die Steffi, an die Melli schicke, dass die das Geschenk fertig macht. Dann hat mir die Melli endlich ihr Foto geschickt für die Fotoaktion und das passt super. Hat auf alles geachtet, was ich geschrieben habe. Sehr gut. Naja, okay. Außer die Beschriftung, Melli. Da schaue ich auf jeden Fall am Montag nochmal drauf, dass ich dann auch niemanden vergesse. Aber dann war es das mal für die Listen aktualisieren. Fotoaktion mich noch abhaken. Jetzt schaue ich mir erstmal die YouTube-Videos an, was ich nämlich drüben nicht gemacht habe. Und während ich mir die angucke, überlege ich mir Verpackungen für diese Kugeln hier, die ich ja Roberts Familie schenken will. Also für seinen Vater ist die Verpackung schon da. Die muss ich nur verzieren. Das wird eine von diesen Schachteln sein, die man bei Stampin' Up! Kaufen kann. Innen drin sind die so beschichtet, dass man eigentlich auch Essen mit reinmachen kann oder halt Süßigkeiten oder irgendwas. Also sie sind auf jeden Fall, wie nennt man das, Lebensmittel echt oder irgendwie so. Und da passt die halt super rein und der Pin für ihn auch noch. Und wenn ich die dann falte, außen ist es eben nicht so beschichtet, sondern das ist unbehandeltes Papier oder Pappe. Und das bedeutet, man kann die bestempeln, man kann die bemalen, man kann die bekleben. Und dann passt das nämlich exakt hier rein. Natürlich werde ich da noch ein bisschen was von diesem Verpackungspapier reinmachen, wo wahrscheinlich diese Kugeln drin kamen, habe ich ja jetzt, damit es nicht so hin und her rutschen kann, dass da nichts passiert. Und dann kann er das theoretisch, wenn sie denn das wollen, auch da wieder reinpacken, wenn sie dann den Weihnachtsbaum wieder abbauen, damit es nicht kaputt geht. Also ich muss mal gucken, was ich hierfür finde für Verpackungen. Im besten Falle vielleicht schon welche, die Stampin' Up! Für mich gemacht hat. Guck mal gerade, welche noch aktuell sind von den Verpackungen. Aber zur Not nehme ich auch was nicht aktuelles. Und dann muss ich die quasi alle nur einmal verzieren. Und daraus könnte ich ein Video machen. Ach so, aber das müsste ich heute noch machen. Ja, wir gucken mal. Es ist mittlerweile 3:45. In einer Viertelstunde ist der nächste Testlauf wegen der Weihnachtsfeier über Zoom. Und ich bin gerade dabei, mein allerletztes Kommentar abzuschicken für den Videohop. Bin jetzt alle Videos einmal durchgegangen. Super Ideen mit dabei, falls ihr das verpasst haben solltet. Schaut euch das auf jeden Fall noch an. Ich habe mir mittlerweile auch überlegt, was ich mit den Kugeln für Roberts Familie machen werde. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Verpackung für diese Kugel. Diese so witzig aussehende mit dem Gesicht. Ja, der Igel. Und ich habe eine Idee beim Videohop gesehen. Das war voll passend gerade von der Melli. Die hat eine Würfelbox gemacht mit Anleitung. Und da habe ich mir gedacht, na, das passt doch. Dann nehme ich die doch einfach und bastel die noch schnell nach. Das könnte ich ja machen, während der Testlauf auf Zoom ist. Dann mache ich mich jetzt noch mal kurz frisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach so, und was ich natürlich auch noch machen könnte, wäre diese zahlreichen Karten hier noch mit dem Papier zu bestücken. Das sind die bereits beklebten Karten. Ich muss mal hier ein bisschen Platz schaffen auf meinem Schreibtisch. So kann man ja nicht arbeiten. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich von diesen Papierresten zu verwenden, dass da gar nicht so viele Reste von dem Designerpapier übrig bleiben, weil gerade bei uns Demos, wo ja dann ständig neue Designerpapiere rauskommen in den neuen Katalogen, ist das dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man das alte Papier noch rumliegen hat und dann aber schon wieder mit dem neuen arbeitet. Natürlich kann man das Papier auch später noch benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, wenn man Demo ist, dann will man ja auch immer die neuesten Sachen auch zeigen und was man damit machen kann. Und deswegen arbeitet man dann doch eher mit den neueren Produkten. Okay. Ich habe mir ein bisschen Platz geschaffen, das wird auf jeden Fall hinhauen, aber ich glaube, ich beklebe eher die Karten. Da muss ich nicht viel nachdenken, weil ich das weiß und schon mehrfach gemacht habe und mache mir den anderen Kram dann später fertig. Ich habe das schon mitbekommen, weil ich habe ja auch schon jemanden reingelassen, nämlich die Yvonne. Habt ihr den Link über die E-Mail oder über das Forum genommen? Da hast ja nichts dran geändert, Steffi. Du hast ja nur an dem im Forum was geändert.
Wie schieß. Ich guck gerade auf ihre Vorlage. Nee, ich brauche für diese Kugel brauche ich noch was. Und jetzt mache ich der Melli ihre Verpackung gleich nach. Weil das muss ja morgen, nimmt der Robert das ja mit. Ein Igel. Nee, die Erdbeere habe ich so verpackt. Wie, wo ist denn vorne? Da. Ich habe hier mal alle alten Schachteln, die ich noch so hatte, geguckt. Da passt das Herz rein. Das geht. Und die Gitarre passt in die Schachteln, die ja noch gerade erhältlich sind. Ja, jetzt schreibe ich mir gerade die Maße auf von der Melli, damit ich das nachmachen kann. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich hier auf der SD-Karte irgendwie nur noch 1,5 Minuten drauf. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwas nicht runtergelöscht habe oder so. Ich muss mal wieder Zeug überspielen. Ich wollte euch eigentlich nur kurz sagen, bei diesem Zoom-Test, das war auf jeden Fall wieder ganz witzig. Wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten. Ich habe währenddessen versucht, an den Karten zu basteln, an diesen Weihnachtskarten und auch an den Verpackungen für Roberts Familie für die Kugeln. Da bin ich auch fertig geworden und habe jetzt auch noch schnell ein Video dazu gedreht. Das muss ich natürlich noch schneiden und so. Aber wir haben gerade Abendessen gegessen und ich glaube, für heute bin ich dann erstmal durch. Eventuell kann ich mich noch aufraffen, noch ein bisschen zu schneiden oder so. Wir haben jetzt 7:45. Vielleicht gucke ich auch irgendwas, weil Sonntagabend und ich fast den ganzen Tag drüben gesessen bin. So viel dazu und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.